Wir hatten natürlich die schon mal angeschnittenen Gesellschaftswissenschaften, die uns in einer sehr rosigen Art und Weise beibringen wollten und auch beibrachten, wie herrlich das Leben im Sozialismus ist. Und die Steigerung davon ist ja dann der Kommunismus, jeden nach seinen Bedürfnissen und so weiter und so fort. All diese Parolen und Schlagworte, die dazu gehörten. Und dann kam man in die Praxis, von heute auf morgen. Und das war ein Sprung in das eiskalte Wasser. Also wirklich, das war wie, ich fand mich also wirklich am Anfang überhaupt nicht zurecht. Das war alles so schwierig zu durchschauen und dann ertappte man die anderen dabei, wie sie irgendwelche spitzen Bleistifte benutzten, um sich dann Vorteile zu verschaffen. Oder auch diese ganze Geschichte mit dem Neuerer-Wesen, das war ja so eine lächerliche Angelegenheit im Grunde genommen. Was für ein Wenn Wesen? neuerer Wesen, neuerer Vorschläge konnten gemacht werden, dass die Produktion vereinfacht wird und dass im Grunde genommen es leichter wird, auch für die Leute, die an den Maschinen stehen. Es gab ja also mehrere Gründe, weshalb man dort Verbesserungen einreichen konnte. Und wenn jetzt eine junge Frau, sagen wir mal eine 17-Jährige, einen neuerer Vorschlag machte, dann wurde sie erstmal gerechnet als Jugendliche, dann als Frau. Und dann kam sie noch in den normalen Umfang hinein als Mitarbeiterin des Werkes. Also der neuere Vorschlag wurde dreimal abgerechnet. Das heißt, Ja. er wurde gar nicht erst berücksichtigt. Doch, der wurde berücksichtigt, natürlich. Aber er wurde, wenn es darum ging, nach oben zu melden, wie viele neuere Vorschläge, mit welchem Volumen und so weiter, mit welchem positiven Ergebnis, dann wurde der eben dreimal abgerechnet. Und das fand ich, also das fand ich Was hanebüchen. heißt denn dreimal abgerechnet? Na, einmal als Jugendliche, einmal als Frau und einmal noch als Mitarbeiter des Betriebes. Drei, also dieser eine neuere Vorschlag tauchte in der Statistik dreimal auf. Es wurde gemogelt. Es wurde gemogelt. Genau dasselbe habe ich dann noch später an der Schule festgestellt. Das war natürlich klein, das waren Kleinigkeiten. Aber wenn Sportwettkämpfe stattfanden und es lief meinetwegen irgendjemand die 100 Meter in 12,3, dann stand plötzlich in dem Auswertungsbogen 11,9 oder 12,0 oder irgendwie sowas. Ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das müssen wir so machen, sonst dürfen wir überhaupt niemanden zum nächsthöheren Sportfest delegieren. Sonst treten die ganzen anderen Schulen auf, die das auch alle so machen und wir müssen da mitmachen. Es wurde also immer so ein kleines bisschen korrigiert, entweder nach oben oder nach unten, je nachdem. Was sollten denn diese neueren Vorschläge nach außen zeigen? Besondere Innovationen oder Ja, auch, Mitarbeit? ja, nicht nur es kamen auch viele neue, also viele Innovationen dabei heraus, aber letztendlich war es auch immer wieder, sollte es der Beweis sein, dass die arbeitende Bevölkerung sich identifiziert mit ihrer Arbeit. Und im Grunde genommen sollte das auch so ein bisschen eine Wiedergutmachung sein. Du, lieber Staat, du kümmerst dich um uns, du machst alles, du sorgst für Krippenplätze und so weiter und so fort. Und ich als Arbeiter, ich kann ja auch etwas dazu beitragen, damit es uns allen besser geht. Ich mache jetzt mal einen neueren Vorschlag.